Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen DHCP-Server auf eurer Synology NAS installieren und einrichten könnt. Zunächst melden wir uns einmal an in auf unserer Synology und dann gehen wir einmal ins Paketzentrum. Dann suchen wir einmal nach DHCP. Wichtig ist, bestimmte Funktionen sind erst ab OS 7 verfügbar. Und ich habe in dem Fall schon 7.2.1. Wir gehen einmal drauf und möchten ihn jetzt einmal kurz installieren. Dann lädt er ganz normal das Paket runter. Ich habe auch standardmäßig eingestellt, dass die Updates sich automatisch installieren. Dauert je nach NAS-Modell kürzer, länger. In dem Fall ist es jetzt schon fertig. Und dann können wir hier einfach nach dem DHCP-Server suchen. In meinem Fall ist es aktuell nicht aktiv. Ihr könnt, wenn ihr die Ports einzeln habt, natürlich jetzt zum Beispiel den einen Port für den Internet-Uplink benutzen, also theoretisch das NAS auch als Router verwenden, oder die Ports bündeln, sogenannte Link Aggregation, dass ihr zum Beispiel 2 Gigabit anliegen habt und nicht nur einen. In meinem Fall habe ich aber 2 einzelne Ports und der DHCP ist natürlich nicht aktiviert, weil die Fritzbox das macht. Das heißt, wir würden jetzt einmal hier auf Bearbeiten gehen und würden jetzt hier zum Beispiel DHCP-Server aktivieren gehen. Ich kann das natürlich in dem Fall nicht aktivieren, weil sonst würde sozusagen die Fritzbox und das NAS sich gegenseitig kibbeln, wenn es im gleichen Netz wäre. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel DHCP-Server erstellen würde außerhalb von dem Netz, als Beispiel, ich habe nur 50 bis 100 bei der Fritzbox, würde dann zum Beispiel 150 bis 200 bei dem NAS machen, würde das funktionieren. Hier gebt ihr die DNS-Server an. Hier im Normalfall könnt ihr zwei verteilen, so wie ihr das normal von Windows oder von macOS oder was auch immer kennt. Ob das jetzt der interne DNS ist, oder in dem Fall der externe DNS oder der interne DNS von der Fritzbox oder von eurem Domain Controller, was auch immer, könnt ihr allerlei DNS-Namen eintragen, genauso wie Domainnamen. Domainnamen ist sozusagen der Part, der angezeigt wird, wie zum Beispiel domäne.local. Dann könnt ihr natürlich sagen, ab welcher IP-Adresse anfängt, zu welcher IP-Adresse er geht, welche Subnetzmaske, ob jetzt 24er Netz oder kleiner oder größer. Dann gebt ihr natürlich das Gateway an, das ist in den meisten Fällen die Fritzbox oder eure Firewall. Und dann könnt ihr auch noch die Least Time angeben. Meistens sind das 8 Tage bei einem Windows DHCP, somit könnt ihr das angeben, wie ihr möchtet. Und dann könnt ihr bestimmte Parameter noch setzen. Wenn ihr runterscrollt, eine Menge Einstellungen möglich, die sozusagen per DHCP verteilt werden können. Das könnt ihr euch dann selbst aber anschauen. Dann würdet ihr hier einmal Erstellen klicken und dann würde automatisch der DHCP-Server auch schon aktiviert sein. Später könnt ihr dann unter DHCP Clients dann alle DHCP-Leases sehen, die sozusagen für eure Endgeräte anfallen. Ob jetzt Handy, Tablet, PC, was auch immer. Wichtig ist natürlich, wenn ihr den DHCP-Server auf dem NAS nutzt, habt ihr natürlich das Problem, wenn ihr das NAS neu startet, kriegt ihr keine IP-Adressen mehr. Deswegen ist es empfehlenswert, das nur dann zu nutzen, wenn gegebenenfalls eine Art Backup noch vorhanden ist, wie ein anderer DHCP-Server. Dann gibt es noch zwei weitere Punkte, und zwar Anbieter und PXE. PXE-Boot kennt ihr vielleicht aus Firmen, dass ihr sozusagen beim Booten eine Art Image-Server habt, um zum Beispiel die Systeme neu zu bespielen. Kann in dem Fall auch konfiguriert werden, da habe ich aber bis heute noch nicht wirklich viel mit gemacht beim NAS. Da könnt ihr schauen, wie ihr das machen möchtet, ob ihr da dann bestimmte Sachen angebt. Das könnt ihr euch einfach mal anschauen. Das habe ich in diesem Fall noch nicht gemacht gehabt, aber ja, wie ihr das möchtet. Das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Von Daumen hoch, Dankeschön.